Ja, schön, dass du da bist zum Podcast Power On, dein Mindset für die Jugendhilfe. Ich freue mich, dass ich dich unterstützen darf bei deiner Arbeit mit den Jugendlichen. Wenn du diesen Podcast anhörst, dann ist das ja ein Teil der Unterstützung, die ich versuche zu geben in Form von neuen Informationen, von meinen Gedanken, meinen Erfahrungen. Und ja, weiteren Input bekommt ihr immer über die Online-Kongresse. Oder falls es eben tiefer gehen soll, über ein Coaching. Also falls du daran interessiert bist, kannst du auch gerne auf der Webseite vorbeischauen, www.nicolekern-jugendexpertin.com und dich da ein bisschen schlau machen. So, jetzt geht's aber los mit dem Podcast. Weiter in der Audioreihe zu dem Thema Neue Menschenrechte. Und heute ist der Artikel Nummer 4 dran. Mit der sozialen Einbindung. Und genau, ja, ich fange einfach gleich mal an mit dem Thema und freue mich, dass ihr zuhört. Ja, in dem Artikel 4 soziale Einbindung geht es darum, ein Umfeld zu schaffen, das sozial stützend ist, also ein sozial stützendes Umfeld, das auch soziale Selbstverwirklichung ermöglicht. Und da sollen eben Strukturen geschaffen werden, um so ein Umfeld für alle Menschen zu schaffen. Und da ist natürlich die Frage, wie kann das jetzt bei Systemsprengern der Fall sein? Wie kann man die sozial einbinden? Weil wir ja schon gehört habt, also ich hoffe, ihr habt euch auch das Video angeschaut, Circle of Violence, am Beispiel von Tobias Beck, und da habe ich ja den eben diesen Kreislauf nochmal erklärt, und da ist ja der zweite Punkt eben diese Abbrüche, dass Systemsprenger immer wieder diese Abbrüche erleben und einfach nicht sozial eingebunden sind. Ja, das heißt, es geht bei ihnen wirklich darum, wie kann man es schaffen, dass diese Jugendlichen nicht immer Abbrüche erleben, sondern dass sie irgendwo sozial eingebunden sind. Mathieu sagt dazu, wichtig ist ferner die Art und Weise, wie mit Minderheiten umgegangen wird. Und zu Minderheiten zählen Systemsprenger ja ganz klar. Ihr habt es ja gehört in dem Podcast, wo es um die Kontrolle geht. Das hat er gezeigt, welche Probleme Systemsprenger haben, ja, dass sie soziale Situationen nicht einschätzen können und dann eben zu solchen Taten greifen müssen, schon fast. Und damit will ich gar nicht die Taten rechtfertigen, also dass das toll ist oder dass man das einfach so lassen soll, sondern was kann man wirklich präventiv tun, dass sie gar nicht zu diesen Taten greifen müssen. Ja, also wie kann man sie wirklich so sozial einbinden, dass sie das Gefühl haben, sie haben auch die Kontrolle, also sie haben die Sachen im Griff oder das soziale Umfeld auch im Griff. Also nicht, dass sie es kontrollieren und alle machen, was sie wollen, ja, nicht falsch verstehen, sondern dass sie einfach das soziale Umfeld im Griff haben, ihr Leben im Griff haben. Ja, und da geht es eben darum, wie kann man sie in die Gesellschaft mit einbeziehen. Und da verweise ich auch nochmal auf das Video, wo es um den Circle of Violence geht. Also ich verweise mal auf die anderen Sachen, weil ihr merkt schon, die bauen alle aufeinander auf. Ne? Also es hat angefangen mit den allgemeinen Menschenrechten, dann mit der Kontrolle, und jetzt kommt so jeder Artikel, aber jeder Podcast steht nicht für sich alleine, sondern die sind eben miteinander verbunden. Und deswegen verweise ich immer auch auf die anderen Videos oder Podcasts, damit ihr da auch im Bild seid und falls ihr einen nicht gesehen habt oder gehört habt, nochmal zurück switchen könnt, um ja euch den auch anzuhören, damit ihr auch mitkommt und nicht plötzlich denkt, was redet die? Genau, also in diesem Video geht's auch darum, dass ich gesagt habe, wir müssen einfach das Talent finden von diesen Jugendlichen und mit den Jugendlichen versuchen, dieses Talent für die Gesellschaft einzusetzen, sodass die Gesellschaft etwas Positives davon hat und der Jugendliche sich selbstwirksam fühlt. Ja, wenn er etwas, also ich sage jetzt er, aber auch sie, natürlich, ihr wisst das auch, wenn die weibliche Form immer mit eingeschlossen ist, dass der Jugendliche,
Ja, genau, etwas Positives für die Gesellschaft tut und sich dadurch selbst wirksam fühlt. Und ich glaube, dass wir da einfach unseren Blick auch noch ein bisschen öffnen müssen, weil die Talente oft sehr versteckt sind. Also die haben wahnsinnig viele Talente. Einige der Systemspringer leben ja auch auf der Straße. Ja. Die wollen sich ja dann nicht in so ein System einordnen. Und leben dann tatsächlich teilweise oder zeitweise auf der Straße. Und da braucht es natürlich viele Talente, um dort zu überleben. Diese Talente sind vielleicht für unser System nicht so wahnsinnig wichtig. Aber wir müssen sie einfach trotzdem sehen und gucken, was kann der Jugendliche aus diesen Talenten machen? Was kann er tun, damit auch die Gesellschaft einen Vorteil daran hat? Wie kann er dieses Talent legal nutzen für die Gesellschaft und ihn damit eben einbeziehen? Genau. Und ja, unsere Schule, unser Kindergarten, die sind eben so aufgebaut, dass es nicht alle Talente mit einschließt. Da werden eben bestimmte Dinge gesehen, bestimmte Stärken gesehen und verlangt, andere aber nicht. Das sieht man eben am Beispiel an Tobias Beck ganz gut, dass er eben den doppelten Wortschatz hatte als Kind, war da eben nicht so wichtig. Also das wurde nicht gesehen, das wurde Wert aufgelegt, kannst du ausschneiden, kannst du malen, kannst du die bestimmten Spiele mitspielen. Und das, was er wirklich gut konnte, wurde nicht wirklich gefragt. Auch in der Schule nicht. Ja, natürlich musst du in der Schule auch reden können, aber das meiste wird schriftlich abgefragt. Und sein Talent war da eben nicht so wahnsinnig gefragt. Und da liegt es eben an uns, zu gucken, welches Talent hat wirklich der Jugendliche und was kann er daraus machen. Und eben, was wir auf jeden Fall versuchen müssen, ist, diesen Ausschluss zu verhindern. Also, dass Kinder und Jugendliche nicht aus Gruppen, aus der Schule ausgeschlossen werden. Und das ist natürlich schwierig. Also, ich verstehe das auch. Wenn Systemstränge in einer Klasse sind, dass es nicht einfach ist, die zu integrieren, weil ja auch noch ganz viele andere Kinder da sind, die geschützt werden müssen und die ein Recht auf Sicherheit haben. Nicht nur nach Artikel 3 von den Menschenrechten, sondern überhaupt. Und da muss man dann natürlich abwägen und ich glaube, Lehrer, ja, wägen dann halt manchmal eben so ab, dass eben der Fokus auf den anderen Kindern gelegt, auf die anderen Kinder gelegt wird, weil das natürlich mehr sind, auch verständlich. Und dann wird der Jugendliche eben rausgeschmissen. Oder einfach mal vor die Tür geschickt. Und ja, wie kann man das verhindern? Das ist natürlich nicht einfach. Also in einem gewissen Maße kann man sie, denke ich, schon integrieren. Ich habe ja schon mal davon erzählt, dass ich auch Jugendliche unterrichtet habe und ich da einen Jugendlichen hatte, an den ich mich noch so gut erinnern kann, der immer rebelliert hat, immer dagegen war, immer dazwischen geredet hat. Und ich so einen normalen Unterricht, so wie ich ihn vorbereitet hatte, einfach nicht durchziehen konnte. Und was ich dann gemacht habe, war, diesen Jugendlichen immer wieder mit einzubinden und immer wieder mit dem, was er gesagt hat, das auf das Thema zu beziehen, um das es gerade ging. Also immer wieder zurück auf das Thema, immer wieder zurück auf das Thema und ihn auch nach seiner Meinung gefragt, ihn damit eingebunden, bis er dann am Ende gesagt hat, wow, Sie sind die Erste, die mich nicht aus der Klasse geschmissen hat. Und dann hatte ich ihn auf meiner Seite und dann hat er nämlich angefangen, den anderen Jugendlichen zu sagen, sie sollen jetzt still sein, sie sollen zuhören, sie sollen aufpassen. Und das war ja sehr, sehr aufschlussreich, ja, zu sehen, okay, also normalerweise würde man ihn rausschmeißen und seinen Unterricht durchziehen, aber das hätte weder ihm was gebracht, gut, mir schon, ich hätte einfach den Unterricht weitermachen können, aber für den Jugendlichen eben nicht. Und so habe ich ihn immer wieder mit eingebunden, ihn immer wieder aufs Thema gebracht, sodass die anderen Jugendlichen auch was davon hatten, weil wir haben ja über dieses Thema gesprochen. Und letztendlich hatten die anderen auch was davon, weil er dann ja geguckt hat, dass die Regeln eingehalten werden.
Aber natürlich gibt es auch extremere Beispiele, wo mir schon klar ist, dass das nicht so einfach möglich ist. Und vielleicht wäre da die Möglichkeit einer 1:1-Begleitung, dass man wirklich dem Jugendlichen qualifiziertes Personal zur Verfügung stellt, eine Person, die dann auch da bleibt, die ihm zur Seite steht. Habe ich ja beim letzten Podcast schon angesprochen. Das muss wirklich Personal sein, das sich darüber im Klaren ist, was es bedeutet, mit Systemsprengeln zu arbeiten, dass es nicht immer easy ist und dass das ja, aber auch jetzt auch kein unmöglicher Job ist, aber dass man wirklich schon viel einstecken muss. Es muss schon personalisiertes, qualifiziertes Personal sein. Und ich glaube, dass da eine Rolle auf die Kosten spielen wird. Das ist natürlich kostspielig, eine 1:1-Begleitung. Aber ich denke, wenn man es hochrechnet, spart man im Endeffekt Kosten, weil die Kosten später auf einen zukommen. Also wenn die Jugendlichen durch ganz viele Maßnahmen laufen und am Ende dann doch in ein Auslandsprojekt zum Beispiel kommen, das kostet ja auch wahnsinnig viel Geld und wird aber erst sehr, sehr spät installiert. Das heißt, da ist der Effekt nicht mehr so hoch, wie wenn man sowas gleich am Anfang installieren würde. Da kann man einfach, glaube ich, mehr Effekte erzielen und im Nachhinein Geld sparen, weil man diese Hilfe, ja, weil eben diese ganzen Hilfen vorher wegfallen, die ja auch Geld kosten und man aber einen höheren und schnelleren Effekt hat, als ja, wenn man so lange damit wartet. Also das finde ich könnte eine Möglichkeit sein. Vielleicht fallen euch ja auch noch mehr Möglichkeiten ein, wie man Jugendliche wirklich vor diesem Ausschluss bewahren kann und sie mit einbeziehen kann. Ja, das waren so die ersten Punkte und dann geht es natürlich so wie in jedem Artikel auch um den Punkt Kontrolle. Ja, weil wir am Anfang gehört haben, Kontrolle ist so dieses übergeordnete Bedürfnis. Wir wollen alle Kontrolle haben, also Kontrolle im positiven Sinne, ja, die Dinge im Griff haben, so dass ich überleben kann. Ja, wenn ich die Sache nicht im Griff habe, nicht unter Kontrolle habe, dann verfalle ich in einen Zustand von Angst, von Unsicherheit und das macht einen nicht glücklich. Also wir wollen die Dinge im Griff haben und im Artikel 4 geht es eben um die Kontrolle auf sozialer Ebene. Ja, also wenn der Mensch in einem sozialen Netz eingebunden ist, verfügt er über mehr Ressourcen, um sein Lebensumfeld eben im Griff zu haben. Und dieses Gefühl haben Systemsprenger meist nicht, weil die haben ja das Gefühl, dass sie es alleine schaffen müssen, weil bisher hat sich auch keiner um sie gekümmert, bisher oder von ihrem Gefühl heraus. Ja, vielleicht haben wir uns gekümmert, aber es kam nicht so an. Und dadurch haben sie oft eben das Gefühl, es hat sich eh keiner bisher gekümmert, ich muss das alleine schaffen, ich schaffe das allein, ich brauche niemanden. Und da geht es eben, denke ich, darum, ihm aufzuzeigen, welche Vorteile es hat, in einer Gemeinschaft zu sein. Wenn man eine Gruppe zur Verfügung hat, ist das, glaube ich, sehr hilfreich, weil man dann dem Jugendlichen veranschaulichen kann, welche Vorteile es hat, in einer Gruppe zu sein, einer Gemeinschaft zu sein, in der man sich gegenseitig hilft, in der man gegenseitig füreinander da ist. Und man hat dann eben den Vorteil von den Gruppenmitgliedern, aber man kann auch sich selbst damit einbringen, sein Talent mit einbringen und anderen helfen. Also es hat einen Vorteil und da würde ich die Jugendlichen gar nicht mit Zwang versuchen zu integrieren, sondern eher versuchen, das vorzuleben. Ja, welchen Vorteil hat es wirklich der Gruppe, damit das versuchen anschaulich zu machen. Ist natürlich auch kein leichter Job, muss ich natürlich zugeben. Ja, und dann geht es natürlich bei der sozialen Einbindung auch um die soziale Anerkennung. Auch dazu habt ihr schon mal einen Podcast gehört, wenn ihr den kompletten Podcast mitverfolgt. Und den Podcast habe ich auch gemacht, bevor ich dieses Konzept der neuen Menschenrechte überhaupt kannte. Also ihr seht, viele Themen
Um viele Themen habe ich mir vorher schon Gedanken gemacht und die werden jetzt in diesem Konzept der neuen Menschenrechte zusammengefügt und werden ein Ganzes, ein kompaktes Ganzes. Und in dem Podcast sozialen Anerkennung habe ich damals gesagt, dass es wichtig ist, sich selbst Anerkennung zu geben. Ja, also, dass man nicht immer so die Anerkennung im Außen suchen sollte und gibt jetzt der Chef mir Anerkennung, gibt jetzt mein Partner mir Anerkennung, sondern dass man sich ruhig auch selbst Anerkennung geben darf oder soll. Und ja, es gibt Menschen, die sagen, diese Anerkennung genügt uns, ja, wenn man sie sich selber gibt. Aber ich denke, es ist nicht schwer, anderen auch Anerkennung zu geben. Es ist nicht schwer, ja, seinem Kollegen auch mal zu sagen, hey, das hast du toll gemacht. Oder finde ich super, was du da für ein Projekt gemacht hast oder wie du das Problem gelöst hast. Fand ich mega toll. Also es kostet nicht viel. Ja. Es kostet gut, ein Chef kann das vielleicht ein bisschen was kosten, wenn er sagt, ich gebe dir Anerkennung in Form von finanziellen. Aber so diese soziale Anerkennung, sich gegenseitig loben oder sagen, was man gut gemacht hat, das kostet einen ja nichts. Sonst kann man so ruhig auch mal in sein Leben integrieren, nicht nur im Arbeitsleben, auch im Privatleben. Und das macht ja auch Spaß. Das ist ja ein gutes Gefühl, wenn man dem anderen positive Rückmeldung gibt zu dem, was einem aufgefallen ist. Aber ich habe gemerkt, dass es das vielen wahnsinnig schwer fällt. Fällt vielen so schwer, anderen etwas Positives zu sagen, ja, obwohl es eigentlich so einfach ist. Und ich habe auch schon einen Podcast dazu gemacht, wie man den Jugendlichen Anerkennung geben kann. Ja, weil das ist natürlich auch sehr wichtig, dieses Loben und ihnen zu zeigen, ja, das hast du eben gut gemacht, ja, diese Anerkennung zu geben. Und ich muss sagen, mir selber ist es auch manchmal schwer gefallen, einen 16-Jährigen zu loben, wenn er es geschafft hat, seinen Teller in die Spülmaschine zu stellen, zum Beispiel, weil man sich denkt, hey, das solltest du in deinem Alter eigentlich schon längst hinbekommen. Aber es gibt einfach Jugendliche, die im Prozess weiter zurück sind oder für die das eine wahnsinnig große Sache ist. Und dann spielt das Alter eigentlich keine Rolle. Es ist eigentlich egal. Also ich finde dieses Anerkennen, auf welchem Stand der andere ist, egal ob es jetzt ein Jugendlicher ist oder ein anderer Mensch in seinem Umfeld, ist wahnsinnig wichtig. Genau, und da möchte ich einen kurzen Abschweif machen, ja, zu diesem Thema, ja, dass jeder in seinem Prozess ist, weil wir neulich in unserem Team oder in unserer Arbeitsgruppe auch so das Thema hatten. Ist die Menschheit überhaupt schon so weit für die neuen Menschenrechte oder braucht es vielleicht noch eine Generation dazwischen? Und wir haben auch jemanden im Team, der sagt, nee, da braucht es noch eine Generation, wir sind noch nicht so weit. Und Jean-Paul sagt dann natürlich, hey, wir arbeiten schon längst mit den neuen Menschenrechten. Natürlich sind wir so weit. Und ja, meine Meinung dazu ist, dass natürlich nicht alle Menschen so weit sind, ja, um wirklich die neuen Menschenrechte zu verstehen, zu integrieren und ja danach zu leben. Aber man muss eben da sehen, dass es ein Prozess ist. Also man kommt da nicht von heute auf morgen hin. Die neuen Menschenrechte setzen schon eine gewisse Entwicklung voraus, einen gewissen Prozess. Und jeder braucht eben seine individuelle Zeit für diesen Prozess. Also man kann nicht von heute auf morgen diesen Prozess umgehen, sondern das ist eben ein Prozess, wie man da hinkommt. Also ich selber, ich glaube, ich habe die neuen Menschenrechte einfach so schnell verstanden, weil ich mich vorher schon ganz viel mit diesen Themen beschäftigt habe. Ja, also wie ihr ja immer wieder hört, wenn ich immer wieder sage, ich habe da schon Podcast gemacht, ich habe da schon Podcast gemacht. Ja, das bedeutet ja, dass ich mich mit den einzelnen Themen schon ganz viel befasst habe, ja, mit der Anerkennung,
der Kontrolle, mit der Komfortzone. Ja, also diese ganzen Themen habe ich ja vorher schon durchgedacht oder schon durchgelebt. Und daher war es für mich einfach, dieses Konzept zu begreifen. Aber wenn jemand davon noch nie was gehört hat oder in einem ganz anderen Setting ist, dann glaube ich, ist es schon schwierig, erstmal das alles zu begreifen und setzt einfach einen Prozess in Gang, den man erst durchlaufen muss. Trotzdem, denke ich, kann man auf jeden Fall schon mit den neuen Menschenrechten beginnen, oder es wurde ja schon begonnen. Also für mich ist das alles ja noch etwas neuer, aber andere arbeiten ja schon 30, 40 Jahre dran. Und arbeiten auch schon damit natürlich. Und für diese Menschen, ja, die das alles schon verstehen, die schon danach arbeiten, die schon oder damit arbeiten, ist es auch nicht schlimm, dass andere Menschen noch nicht so weit sind in diesem Prozess. Weil wenn du eben in diesem Prozess schon weiterentwickelt bist, hast du ja dieses Bewusstsein, dass es ein Prozess ist und dass andere noch nicht so weit sind. Und wenn du dir darüber bewusst bist, kannst du natürlich toleranter damit umgehen. Also was ich damit meine, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich brauche ein super teures Auto, das ist mein Bedürfnis und damit bin ich glücklich, ja, dann kann ich ja sehen, dass diese Person im Prozess noch nicht so weit ist, weil sie noch sehr auf Materielles gerichtet ist, selber. Sich über Materielles definiert, sich über ein teures Auto definiert und denkt, darüber glücklich zu sein. Und wenn ich weiß, dass es ein Prozess ist und das mit Weiterentwicklung zu tun hat, dann kann ich natürlich tolerant damit umgehen. Und wenn wir das jetzt auf die Pädagogik übertragen, ja, in der Pädagogik kennen wir das ja schon immer, ja, dass wir mit Menschen arbeiten, die in einem gewissen Bereich einfach noch eine Stufe im Prozess brauchen, ja, oder mehrere Stufen im Prozess, um sich dahin zu entwickeln. Und wir verurteilen ja die Jugendlichen auch nicht, weil sie in diesem Prozess noch nicht so weit sind. Ja, wir sehen ganz klar, oder bei einem Kind sehen wir ganz klar, okay, das ist ein Kind, das ist noch nicht so weit entwickelt wie ich, ja, da fehlen einfach noch Stufen und wir würden ja nie ein Kind dafür verurteilen. Ne? Wir würden nie ein Kind verurteilen, weil es noch nicht laufen kann mit einem Jahr, sondern wir wissen, okay, das ist ein Kind, das ist eben in dem Prozess und irgendwann kann es dann laufen und dafür wird es natürlich nicht verurteilt. Ja? Also es steckt so eine Toleranz dahinter. Ja? Wenn ich eben dieses Bewusstsein habe, dann kann ich eben tolerant damit umgehen. Und dann kann ich natürlich trotzdem soziale Anerkennung geben. Ja? Ein Kind bekommt ja von mir trotzdem ganz viel soziale Anerkennung, obwohl es noch nicht laufen kann. Ja, dann bekommt es eben soziale Anerkennung für andere Dinge. Ja? Und so kann man das auch auf Erwachsene übertragen. Ja? Vielleicht verstehen die noch nicht alles von diesen neuen Menschenrechten, von diesem Menschenbild, das dahinter steckt. Aber ich kann ihnen trotzdem soziale Anerkennung geben in den Bereichen, in denen sie etwas gut können, ja, und damit ihr Selbstbewusstsein stärken und das Gefühl der Kontrolle verstärken. Ja, also genauso eben bei Jugendlichen, ja. Ich kann ihnen trotzdem soziale Anerkennung geben, auch wenn sie in bestimmten Bereichen nicht so weit entwickelt sind, und damit stärke ich ihr Selbstbewusstsein und stärke ihr Gefühl der Kontrolle, und sie haben das Gefühl, ja, auch das soziale Umfeld weitgehend im Griff zu haben. Ja, also ich wiederhole nochmal, worum es ging in diesem Podcast. Es ging um die soziale Einbindung. Wie kann man die Systemsprenger in unserer Gesellschaft mit einbinden, und habe da ein paar Vorschläge gemacht. Es ging wieder um das Thema Kontrolle, Kontrolle auf sozialer Ebene. Es ging um soziale Anerkennung. Wie wichtig ist soziale Anerkennung? Wie kann ich die geben? Und da bin ich ein bisschen abgeschweift, und zwar zu dem Thema Prozess, dass jeder Mensch in einem Prozess ist, jeder Jugendliche, jeder Mensch, und ja, jeder auf einer anderen Entwicklungsstufe steht, jeder seine Zeit braucht.
Und das sehen wir auch in der Pädagogik, ne? Dass jeder in einem anderen Stadium ist, in einem anderen Prozess, gerade andere Dinge lernt und mit dem muss eben tolerant umgegangen werden und trotzdem kann man soziale Anerkennung geben. Genau, und das möchte ich auch nochmal nutzen, um euch allen nochmal soziale Anerkennung zu geben und zu sagen, danke, dass ihr diesen Job macht, dass ihr euch wirklich um Jugendliche kümmert, die, ja, die zum vielleicht zu einer Minderheit gehören, weil sie eben keine so leichte Biografie hatten und nicht so gut Wertschätzung weitergeben können. Aber ja, ein großes Danke, dass ihr euch trotzdem um diese Jugendlichen kümmert, dass sie nicht vergessen sind und dass ihr ihnen soziale Anerkennung gibt und Wertschätzung gibt, auch wenn sie natürlich Dinge tun, die man ganz und gar nicht gut findet. Aber das ja, ist wahnsinnig wichtig, dass ihr diesen Job macht, dass ihr euch um diese Jugendlichen kümmert. Und deswegen ja von mir nochmal ein großes Danke an euch. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch diese Wertschätzung und diese Anerkennung eurer Kollegen und Kolleginnen weitergibt, auch an eure Chefs und Chefinnen, weil ja, die auch oft vergessen werden. Und ja, auch im Privatleben kann man einfach das an seinen Partner weitergeben, an Freunde, an die Familie, auch an die Person an der Supermarktkasse. Also ja, sollte eben nicht vergessen werden. Ja, und damit sind wir am Ende des Podcasts und ich ja, würde mich freuen, wenn ihr mir soziale Anerkennung gebt und diesen Kanal abonniert und auch mir auf Facebook folgt, Instagram folgt. Das kostet euch alles gar nichts und ihr helft mir natürlich damit, diesen Podcast zu vergrößern und ja, den Austausch zu erleichtern. Also kommentiert auch gerne unten drunter und kommentiert auch gerne in der Gruppe Mindset für die Jugendhilfe. Also da würdet ihr einfach mir ein bisschen Anerkennung geben und mir dabei helfen, diesen Podcast aufzubauen. Genau, und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Da geht es dann um den nächsten Artikel, um den fünften Artikel. Und genau, und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns, wir hören uns in der Facebook-Gruppe Mindset für die Jugendhilfe. Bis dahin, tschüss, bis zur nächsten Woche.